Wir haben verloren. In der letzten Folge waren wir schon in dem tiefsten Gasgebiet und wir wollten uns durchschlagen zum dritten Superchip. Wir haben leider verloren. Ey, ganz... Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ey, ganz ehrlich, wir waren beim schwarzen Ameisenhügel. Wir waren so verwirrt, weil es war so dunkel und wir sind langsam verhungert und wir hatten nicht mehr genug für ein Zelt gehabt. Also rundherum alles total kacke. Und dann sind wir beide gestorben. Ich an einer Gasvergiftung, weil meine Gasmaske über den Schlapp gemacht hat. Und mein Bruder ist... Ich bin in einen dieser Risse gefallen und wurde umzingelt von infizierten Larven und bin dadurch gestorben. Also dein Loot ist wahrscheinlich unwiederbringbar, oder was? Wahrscheinlich. Oh, und deswegen haben wir uns gedacht, komm, ganz ehrlich, wir gehen jetzt erstens wieder zurück zu dem Ameisenhügel und zweitens, was viel wichtiger ist, wir machen uns ganz kurz mal noch geile Ausrüstung, die uns allen was bringt. Ja. Und zwar euch und uns. Und zwar, wir reden endlich, nach all der Zeit, endlich... Hier, von der Glühwürmchen-Kopflampe. Damit wir nie wieder in der Dunkelheit umherirren müssen, wie bei der letzten Folge. Und deswegen, auf geht's! Glühwürmchen-Action! Ja, nochmal Glühwürmchen! Ja! ich liebe die scheiß Fliegen da hinten! Ach, die Fliegen sind so geil. Die sind so schön. Oh, die sind so cool, die Fliegen da hinten. Oh, und ich liebe auch unsere Seilrutsche, die einfach 5000 Kilometer lang ist und deswegen sau langsam. Ich finde das aber auch cool, weil dann kann man so cool sehen, wo woher Glühwürmchen sind. Überall hier ist Tau, wie man sehen kann. Wir müssen nach so einem schönen grünen Leuchten, wie bei meinem Armband, müssen wir Ausschau halten. Deswegen sind wir jetzt auch nachts los, damit wir ganz besonders gut die Glühwürmchen von unserer Seilbahn aussehen können. Sobald wir sie sehen. Da ist eine! Da ist eine! Wo? Da unten. Rechts? Da unten, da blitzt was. Wir sind so heiß drauf, die zu killen. Ist das eine? Oder ist das Tau? Das ist eine auf jeden Fall. Okay, dann lass los. Oder? Oh Gott, das ist viel zu hoch. Da hinten ist noch eine. Alles gut, bei unserer Endposition ist auch noch eine. Siehst du da links? Wenn Sie links aus dem Fenster schauen, sehen Sie einen Glühwurm da unten? Perfekt. Ja. Oh, das sind sogar zwei. Komm, wir lassen uns hier nieder. Da vorne lassen wir uns nieder. Oh, sehr gut gemacht. Schaffe ich das auch? Das war ein cooler Mondsprung. Sag einfach, du hast es geschafft. Ja, sehr gut. Ich habe es geschafft. Ich habe kein KP verloren. Ich habe aber auch kein KP, was hier abgeht. Hast du früher, dass man KP gesagt hat, wenn man keinen Plan gehabt hat? Oh, Mann, kennst du noch. Ich mach das. Kann ich? Dankeschön. Die sind so gruselig, die Dinger. Und schade. Es hat sich erhoben, aber das passt. Sie sind unglaublich stark im Fernkampf. Na, Dicker? Na, alles klar. Okay, wie mache ich das? Zwei davon. Achtung, Bruder. Kämpfen beide? Ja, kämpfen beide. Was? Es kämpfen beide. Wieso denn? Ich weiß es nicht. Oh Gott, nee. Oh, ich bin festgeklebt, ich kann mich schlechter bewegen. Eine kommt aber zu uns runter. Ich versuche sie zu holen. Ach so, du bist immer noch im Kampf. Wir können auch... Okay. Zack, zack, sag zack, an. Zack, zack, zack. Nee, pass. Okay, du machst deins, ich mach meine. Du hast gerade meine Oh ja. Zack, zack, zack. Je nachdem, welche gerade unten ist. Genau. Autsch! Die ziehen echt so viel ab. Autsch. Die ziehen so viel ab. Aber alles gut. Also, hua, es sieht so aus, als würde ich es wegtanken. Heilige Kacke. Oh, komm schon. Ja! Eine ist wieder ein bisschen weiter unten, aber du hast echt wenig KP. Ist richtig. Macht aber nichts. Sie haben mich kurz gestunt, das ist vollkommen okay. Ich hole mir meine KP wieder zurück. Sehr schön, eine ist tot. Oh, sehr, sehr gut. Ich schütze dich. Alles gut, ich fresse ein bisschen was. Und du machst das super. Die sind so gruselig. Stechmücke gegen Glühwürmchen, wer gewinnt? Komm schon, komm wieder runter, Digga. Na komm. Huah, zack, 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 zack. Sehr gut. Hast du den anderen Körper gelootet? Nein, ich habe keinen gelootet bisher. Ich hab beide gelootet. Sehr, sehr gut. Okay, und wir haben uns extra dafür Fackeln gemacht. Das heißt, wir sehen jetzt endlich was. Ja. Sehr schön. Erst mal wieder verarzten. Jetzt eine Portion trinken. Alter, wir sind sowas von auf Tour.
Ich würde sagen, noch zwei Glühwürmchen, dann gehen wir auch wieder zurück und craften uns das. Wir brauchen, also die Glühwürmchen gegen ganz spezielle Materialien. Wir brauchen 4 von den beiden. Einmal ihre Leuchtflüssigkeit und einmal die Schuppen, glaube ich. Mhm. Wir brauchen 4 von beidem, glaube ich, für den Helm. So viel glaube ich heute in der Folge. Aber ich sehe noch eine. Wo? Hier lang. Ich mach die fertig. Aber ich habe jetzt schon eine Bedrohung entdeckt. Eine Larve ist hinter mir. Ich hasse die Dinger. So eine Larve. Aber so, ohne Schild sind die sehr, sehr stark. Du hast eine Zacke. Die Steuerung ist manchmal gewöhnungsbedürftig. Nee, wenn du ein Schild hast, rüstest du deine Fackel ab. Weil du hast keine Hand mehr dafür frei. Das ist richtig, das ist wahr. Ich muss viel öfter Gebrauch machen mit diesem Buchstaben Q. Wenn ihr den Buchstaben Q drückt, dann könnt ihr ganz schnell zwischen gerade gebrauchten Ausrüstungen hin und her wechseln. Ich mache das jetzt gerade, wenn ihr es unten an der Leiste seht. Jetzt habe ich meinen Bogen in der Hand und jetzt habe ich Schild und Schwert. Bogen, Schild und Schwert. Das ist schon ziemlich cool. Ich muss nur öfter mal daran denken, das zu verwenden. Kuh. Die heilige Kuh. Achtung! Mhm. Mothman schwebt zwar hoch in der Luft, hat aber noch nichts gegen uns. Warten wir erstmal, bis er sich. Wir hauen einfach rein. Warte. Oh, hinter uns. Ich sehe es. Es sind wieder 2. Ich will es nicht provozieren. Achtung, das sind Larven. Ja, deswegen. Achso. Ah, ich dachte hinter uns in der Luft, weißt du. Ich sehe auch kaum was, ne? Mhm. Ich gehe ein bisschen zu dir. Ihr habt keine Chance, ihr Kacklarven! Ihr habt keine Chance! Bleib hier! So, komm schon, Bleib hier! Zack! Sehr schön. Sie hatte keine Chance, wie du prophezeit hast. So. Sollen wir mal probieren? Ja, wir probieren's. Komm. Kuh? Wo sind sie? Siehst du eine? Ich sehe eine. Ich habe eine angelockt. Sie kommt zu uns. Ah, ich sehe sie auch. Zum Glück leuchten die. Da kann man safe die Fackel wegstecken. Das stimmt, das ist richtig. Aber es sind auch 2. Oh, nee. Autsch! Okay, von hinten? Hab! Alter! Ich muss... Au! Oh, die ziehen ganz schön rein! Ah! Ich will mal ein bisschen KP zurückholen, weil ich habe hier sowohl auf der Waffe als auch auf dem Schild so einen Regenerationseffekt. Ich hab dir gerade voll in den Kopf gestochen. Das ist okay. Entschuldigung dafür. Hol dir meine KP. Regeneriere aus mir heraus. Pass auf beide. Das war ein cooler Zwillingsangriff. Aber mein Schild blockt sie alle ab. Dank der Kraft der Steves. Oh, Steve hilft uns selbst dir. Wir haben noch eine. Sehr, sehr gut. Du hast sie gelootet. Sehr schön. Komm schon runter. Noch eine. Oh, Alter. Sie können ja nur einen Angriff, aber der ist so strong. Total. Vor allem der verklebt ganz mies. Mm. Der verklebt einfach. Ja, komm noch runter. Komm schon. Da bleibt er doch so eklig lange in der Luft. Was denn ja, los? Die kommt gar nicht runter. Die ist smart. Genauso würde ich es auch machen. Ich würde mich irgendwo oben hinsetzen und uns absnipern. Boah, man kann das auch nicht ablocken. Ich treffe sie. Sehr, sehr gut. Sehr unzuverlässig. Das ist nicht schlimm. Komm schon. Komm her. Sehr, wir kämpfen auf der Blüte. Ich sehe euch beide. Ich kann euch nicht erreichen, aber ich sehe euch. Ja, das sah cool aus. So, noch einen Bogenschuss. Mhm. Oder? Sag, hab sie. So, wie viele Schuppen hast du? Du hast nur 4 irisierende Schuppen, Ich hab 5. Achso, 5, genau, das reicht noch nicht. Achso, wir brauchen 4 pro Lampe, ne? Genau. Aber eine können wir schon mal herstellen. Das ist enorm gut. Wir können sie eigentlich mal austesten, wie gut die ist, oder? Du meinst, bevor wir noch mehr craften? Also, bevor wir noch mehr jagen? Weiß ich nicht. Sollen wir? Wir könnten es probieren. Ich guck mal ganz kurz. Glühwürmchenlampe hier. Bärenleder haben wir zu Hause. Mhm. Leuchtklipper, irisierende Schuppen. Hast du keinen irisierenden Schuppen bekommen? Ich habe gar keinen gelootet. Ah, okay. Wie viel muss man denn killen dafür? Ist ja crazy. Aber das Item ist auch enorm gut. Das weißt du noch gar nicht. Es verspricht enorm gut zu sein. Sagen wir so. Drüben ist wieder ein paar.
Mhm, ich habe hier noch eine kleine Larve. Bruder, hilf! Bruder, ich komm zu dir! Ich komm zu dir! Ich find's schön, wie sehr sie ihr Haus geschmückt haben, die Leute da. Ja, so richtig schön weihnachtlich. So, warte. So, genau, leuchte mir mal. Perfekt, dankeschön. Das ist ein cooles, ganz coole Teamarbeit. Muss ich halt von meiner Zweihandwaffe runter, aber das lohnt sich teilweise. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo hast du die Glühwürmchen gesehen? Da drüben, folge mir. Wetten. Safe. Wenn wir hier jetzt fertig sind, steht Glühwürmchen haben euch auf der Abschlussliste. Das wär's. Das safe. Wär's. Und irgendwann einfach so Alarm, Rache der Glühwürmchen. Und die kommen alle, des Nachts und es sieht einfach aus, als würde der Himmel brennen. Oh. So, bist du hinter mir? Ja, ich bin da. Wo sind welche? Oh nein, ich dachte, du hättest die gesehen. Ja, aber sie sind ja wieder weggeflogen. Das sind ja keine Kühe. Ich weiß nicht, vielleicht grasen Glühwürmchen auch. Da sind sie. Nein, das war die Beleuchtung des Hauses. So. Ich sehe überhaupt nicht, gar nichts. Jetzt wäre dieser Ressourcensammler extrem geil. Wo bin ich? Dankeschön. Ich folge dir, Bruder. Ich folge dir. Wir... Oh Gott. Ratnetzspinne. Abhauen. Was? Ratnetzspinne? Ja. Wolfsspinne! Wolfsspinne noch schlimmer! Ich bin im Wasser. Ach cool, ich kann dich abwehren. Geh ins Wasser. Stirb, du Sau! Was? Du trittst doch jetzt nicht ernsthaft gegen die an! Stirb, du Sau! Oh Gott, die hab ich getroffen. Vielleicht sollte ich wirklich ins Wasser gehen. Eines Tages, aber nicht heute. Eines Tages. Wolfsspinnen sind immer noch sehr, sehr gefährlich. Wir hatten mal eine Folge, in der konnten wir sie besiegen. Alter, das war so eine krasse Folge. Ich hatte auch Schiss bis zum geht nicht mehr. Wir haben sie auch nicht gerade mit fairen Mitteln besiegt. Es das war kritisch. Das ist wahr. Das ist wahr. wir haben uns die Wolfsspinne erschießt. Erschießt. Ja, gut, da gehe ich mit. Wir haben sie erschießt. Da gehe ich auch mit, weil genau das ist nämlich passiert. Okay, wir gehen mal wieder Richtung Haus. Wir gehen mal zurück. Vielleicht craften wir es. Die kleine Glühwürmchenhelm. Wenn wir irgendwie... Achtung, Bombardierkäfer! Digga, mein Bruder ist Bravey 10. Ich dachte, der wäre tot. Ich wollte ihn gerade easy weglooten. Dem war nicht so. Reißt einfach an seinem Bein so, weißt du? Hey, warum geht das nicht ab, weißt du? Hä? Check ich nicht. Uff. Genau, wir gehen mal nach Hause und versuchen mal so ein Ding zu machen. Ich finde sowieso, dass du den Helm tragen solltest, weil ich habe... Oh, eine Baumwanze. Sie ist aufgewacht. Shit. Renn. Ach, hier sind wir. Wir sind genau hier. Komm hier geradeaus. Da ist ein schöner Ausgang. Oh Gott, wo bist du, Bruder? Du bist da hinten. Hier ist auch ein schöner. Oh, perfekt. Ich habe mich bereit, falls es zum Kampf kommt. Das ist eine actionreiche Folge. Komm schon. Ich bin jetzt endlich da. Sehr gut. Gut, du hast so eine Milbe im Schlepptau, die... Das ist meine Hausmilbe. Das ist okay. Die darf auch in meinem Bettchen wohnen. Das ist vollkommen fein. Okay, also. Ich würde sagen, wenn du die Lampe trägst auf dem Kopf, weil du hast momentan sowieso, du hast die Spinnenausrüstung hier an Bauch und Beine. Und für den Kopf braucht man Spinnenfänge. Heißt im Endeffekt, hier müssen wir eine Wolfsspinne töten. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Nicht so schnell, nee. Deswegen würde ich sagen tatsächlich, dass die Glühwürmchenlampe an dich geht. Und vor allem, weil ich auch den Marienkäferkopf trage und deswegen diesen Set-Bonus habe mit dem regenerierenden Blocken. Ja. Also ich würde sagen, der Erste, der die Glühwürmchenlampe bekommt, bist du. Okay, dann probieren wir sie gerade mal aus. Noch ist ja ein bisschen Nacht. Kannst du mir sie rüberschießen? Auf jeden Fall. Oh, ein kleines Säckchen. Na, gönn dir, Digga. Oh, was hast du dir denn da für Mühe gemacht, die noch zu verpacken? Ach, du weißt doch Weihnachten und so. So, mal gucken. Ich ziehe feierlich die Glühwürmchenlampe an. Boah, Alter, das ist ja... Wow. Schieß, Digga, was ist das denn?
Sogar mit meiner 2. Oh. Sieht aus wie ein Grubenarbeiter, aber so ein richtig heftiger. Sieht aus wie irgendjemand aus Fallout. Sie wollen blind werden? Ja, oh Gott. Jetzt die Frage, nutzt die sich ab oder nicht? Oh, das ist mal eine gute Frage. Ich gucke jetzt mal, ob ich sie reparieren kann, weil das ist das ultimative. Ich kann sie nicht reparieren. Die verbraucht keine Ausdauer. Willst du mich veräppeln? Also keine Haltbarkeit. Die leuchtet jetzt einfach so. Alter, vor allem, das ist so dermaßen hell. Das ist extrem gut. Die macht ja viel mehr Licht als die Fackel. Zwar nicht um mich drumherum, sondern nur nach vorne. Aber es ist extrem gut. Mhm. Das ist wirklich, wirklich stark. Okay, mit dieser Ausrüstung, wir haben das ja alles nur getan, um in halbwegs in dem Gasgebiet Ja, Entschuldigung, jetzt höre ich dir zu. Was denn? Wir haben das ja getan, um in dem Gasgebiet gut auszukommen. Ja, genau, richtig, bei den schwarzen Ameisen, damit wir im Ameisenhügel nicht blind sind. Okay, ich dachte jetzt nämlich gerade schon, weil dafür brauche ich ja die Gasmaske eigentlich. Ich kann ja die Glühwürmchenlampe nicht gleichzeitig tragen zur Gasmaske. Das stimmt, aber zum Glück ist der Ameisenhaufen außerhalb von dem Gebiet. Alter, du hast recht. Aber genau da gehen wir jetzt hin. Bruder, ist deine, ganz kurz, wir müssen nämlich durch das Gasgebiet. Ist deine Gasmaske wieder frisch? Nee, überhaupt nicht. Die war ja mal sehr, gut, dass du mich dran erinnert hast. Gut, dass du mich dran erinnert hast. Sollen wir uns vielleicht noch eine Gasmaske bauen? Hab ich mir auch gerade gedacht. Ey, komm, wir beide haben 2 Gasmasken dabei. Ey, die kosten gar nichts. Oh, die kosten Baumwanzenbrocken. Scheißdreck. Bitte was? Die kosten. Ich habe schon eine hergestellt. Ach, du hast ja auch eine hergestellt gerade. Ja. Komm, von nix kommt nix. Wie sagst du immer so schön? Haben ist besser als brauchen. So ist es. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Oder ist es schon Zeit für den Folgenwechsel? Ich glaube noch nicht. Gut, dann können wir das sogar noch machen in der Folge. Ja, glaube ich auch. Geil. Also wir sollten die zweite Lampe auf jeden Fall holen, ne? Mhm. Wir wollen uns unbedingt die Möglichkeit freilassen, dass mein Bruder es auch machen kann. Oh mein Gott, was? Juhu! So, Folgenende, würde ich sagen. Stechmücke, Achtung! Oh Gott, ich bin da. Stechmücken sind auch anders belastend. Okay. Alter, oh Gott, da kommen 2. Tschüss, das ist ja Mothman und Mothmega. Die beiden Gebrüder. Das Dreamteam. Dreamteam aller. Okay. Eieieiei, ich weiß. Ach du Scheibenkleister. Es ist unglaublich schwer, die zu treffen. Rückzug. Ins Wasser! Ich bin im Wasser. Leuchte ich auch unter Wasser? Digga, das ist voll cool. Uh-huh. Das ist ja wie ein Bioshock. Alter, was bist du denn mit deiner Lampe auf dem Kopf? Warte. Gesprochen wie ein Big Daddy. Oh, ein Wasserfloh. Hallo, Wasserfloh. Ich habe zufälligerweise mein Knife dabei. Es tut mir echt leid, Wasserfloh. Wieso hast du dein Knife dabei? Ich weiß nicht. Oh, da kommen noch mehr. Oh Gott, nee, mehr schaffe ich nicht. Ernsthaft? Moment. Ich schlage unglaublich langsam. Ich hab zum Glück auch eins. Oh Gott. Ah, was denn? Ich bin fast ertrunken. Ich dachte schon, Digga, mach mir keine so Angst. Also ich meine, das ist schlimm, aber... Ich wäre fast ertrunken. So. Kriegen wir noch einen Mothman diese Folge? Wieso willst du eine? Ich hab... Ja, das wäre unglaublich gut, wenn wir noch einen hätten. Moment, ich hab die gar nicht gelootet. Hast du die gelootet? Nein. Wir müssen wieder eine machen. Ernsthaft? Ja, nein, klar. Warte. Huah, klack. Stechmücke will wieder. Okay, kannst du Stechmücke ablenken? Ja. Ich hab hier... Ey, dieser ist ja viel stärker als dieser Lebensraubstachel. Ist ja viel stärker. Okay, komm her. Mein Bruder braucht mich. Nee, das ist okay, Ist noch okay. Huah! Alter, das sieht so viel ab, wenn ich das Ding werfe. Aber ich hab's ja jetzt nicht mehr. Komm. Oh, sie geht auf dich, pass auf. Alles klar, dankeschön für die Warnung. Das ist aber kein Zuckerschlecken da. Okay. Heilige Scheiße, Alter, da kommt das Dream Team. Ja, ich komme aber auch.
Zack, zack, na los! Sehr intim, Bruder Herzbär. Ich bin immer intim on stream. Sehr, oh, sehr gut. Das sah aus, als ob die Stechmücke den Typen erledigt hätte. Einfach mega sauer auf Mike. Mike die Mücke. Oh, Mike die Mücke. Mike die Mücke, Alter. Wenn sie doch mal ein bisschen freundlicher wäre. Oh mein Gott, ich hab grad eine Nahtoderfahrung. So, da ist er. Da ist er. Die hat noch extrem viel KP. Sollen wir einfach den Rückzug antreten? Nö, ich hab jetzt Bock, die zu killen. Aber das ist Mike, Mann. Der ist extrem sauer. Wahrscheinlich wieder wegen allem. Wahrscheinlich hat er wieder seine Fernbedienung zwischen den Sofaritzen verloren und jetzt ist er extrem sauer. Warum ist sie dann sauer auf uns? Komm her. Zack, 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 zack. Ja, oh mein Gott. Was ist denn manchmal los? Der Geist von Mike ging mit dem Charakter. Was ist denn da los? Manchmal geht das wie Butter.